So, moin, Mahlzeit oder auch guten Abend. Die Renovierungsarbeiten für dieses Jahr sind durch und insofern gibt es da mal ein kurzes Video. Hier sieht man es auch nochmal. Moin. Die Borde oben sind vorgesehen für VHS-Edition. Sieht man da schon mal. So, hier nochmal kurz. Ja. Soll jeder gleich sehen, was ihn erwartet, wenn man hier reinkommt. Ja, die VHS-Editionen kommen ja immer mehr in Mode und ich muss sagen, das ist so für den Flur, das ist echt eine coole Idee. Macht was her, schönes Eye-Candy. Aber hier sind wir im Raum, wo die ganze Magie tatsächlich stattfindet. Jetzt neu mit einer Teufelanlage. Hier die Mittelerde Limited Collection. Ja. Aktuell bin ich bei knapp 2400 Titeln, Filme, Serien. You name it. Und das Ganze geht von aktuellen bis hin zurück in die, oh, ich glaube, knapp 60er. Man findet hier tatsächlich Mainstream, Trash, Kultsachen. Ganz brav nebeneinander stehend. Und ich muss sagen, bin ich ganz happy drüber. Weil so kann ich meinen Gästen tatsächlich alles Mögliche bieten. Wir können absolut abgedrehte Genre-Treffen machen, wo zum Beispiel sagen, wir gucken uns Videospielverfilmungen an. Ich glaube, in Deutschland habe ich tatsächlich alle beisammen. Mir fehlen ja nur ein paar aus Japan, wobei ich inzwischen tatsächlich auch international auf den gesamten Markt zurückgreifen kann, da mein Kino jetzt regional frei ist. Der kleine Blu-ray-Player war eine gute Investition. Ja, und man findet hier also wirklich eine ganze Menge Kram. Ich bin jetzt auch fast 40 Jahre alt. Die Godzilla-Reihe ist komplett. Generell mag ich Kaiju-Filme echt gerne, weil es halt nicht so CGI-lastig ist. Der neue Anlauf der Amerikaner ist gar nicht mal schlecht, aber den Kultstatus des guten alten Godzilla, den toppen die nie. So. Ja. Und hier ist so eine kleine Komfortecke. Sitzsack, Popcornmaschine, Unmengen an Süßigkeiten für meine Besucher. Da suche ich noch eine passende kleine Kommode für. Und mehr Filme. Wie gesagt, auch sowas wie Scream. Passenderweise, Halloween is coming. Ja, und ihr findet hier eine ganze Menge Kram. Blu-ray, DVD, querbeet, weil ich zum Teil die Filme auf DVD gekriegt habe und noch gar nicht eingesehen habe, warum ich wechseln soll. Oder bei mir fehlt einfach der Mehrwert. So, hier kommen wir zum Serienregal. Wie ihr seht im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht, es kommen immer mehr Animes, die ich mir zum Teil auch aus England hole, weil einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis um ein Vielfaches besser ist. Und sorry, so gut ist die deutsche Synchro dann auch nicht. So, einmal kurz wandern, damit ihr einen schönen Blick habt. Ja, hier die ganzen Eye-Candies. Genau wie draußen die VHS-Edition, der Besucher soll ja was geboten kriegen. Und unten Classic-Cartoons 80er, 90er, Smurfs, Bravestar, Saber Rider, Turtles, aber auch sowas wie die Peanuts. Finde ich, ist ein absolutes Must-Have. Und ich freue mich immer, wenn Leute damit einen Teil ihrer Kindheit hier wieder entdecken können. So, hier nochmal ein Serienregal, wo man halt auch viel querbeet hat. MacGyver, Bewitched, Charmed, Xena, you name it. So. Und damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Hier nochmal ein kleines Gimmick. Und meine Ausschussbox, wo Gäste sich liebend gern was raussuchen dürfen, mitnehmen dürfen, gegen eine kleine Spende, was ich dann später in neue Filme oder aber Filmabende investiere. So, damit machen wir den Schwenk. Und mit dieser Aufnahme von Voltron und Freddy klinke ich mich aus und wünsche euch ein wunderbares Halloween. Bis dann.